Mbappé. Super dieses Zuspiel. Jetzt Neymar. Da zieht er ab. Das muss der Ausgleich sein. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Ja, da hat die Konzentration gefehlt. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Mbappé. Verratti. Das ist jetzt seine Chance. Wahnsinn! Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Jetzt also Vorteil PSG. Sie liegen hier vorne. Roberto Firmino. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Angel Di Maria. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und die Situation geklärt. Mauro Icardi. Chance für Icardi. Mauro Icardi macht den Treffer. Er ist einfach ein überragender Spieler. Und hier hat man es wieder gesehen. 3-1 heißt es also jetzt. Anderson. Jetzt wird's gefährlich. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Ballverlust PSG. Gute Möglichkeit. Er hat nicht aufgepasst. Abseits. Gueye. Weiter Ball geht zu Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball kommt an, gefährlich. Alisson hält, Ball ist noch im Spiel. Anderson. Nun Firmino. Oh, das könnte was werden. Ist es das? Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Eben, spektakuläre Nummer. Und jetzt hat er den Ball. Starke Aktion. Und so kennen wir ihn. Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Vorteil für PSG. Ja, abgefangen, dieser Pass von Neymar. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Mbappé. Di Maria. Da trennt er ihn fair vom Ball. Nun Firmino. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Firmino. Ronaldo. Jetzt vielleicht. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Jetzt kommt die Ecke. Sehr stark vom Torwart. Den Kopfball hat er. Icardi. Den Ball kann er abfangen. Fabinho. Gutes Tackling hier. Super dazwischen gegangen. Thiago Silva macht es gut. Angel Di Maria. Am Ball Mauro Icardi. Neymar. Und Tor. Paris Saint-Germain macht das Ding rein. Leichtes Spiel für Paris Saint-Germain heute und ein komfortabler Vorsprung. Und das Ding können Sie ganz entspannt runterspielen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster,
wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Es sieht hier natürlich alles andere als gut aus in diesem ersten Durchgang, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Liverpool muss natürlich mehr machen, das ist nicht zu übersehen, das ist alles zu zerfahren. Und Wolf, mir fehlt da auch der absolute Siegeswille und das kennt man nicht. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Richtig gute Partie heute von ihm. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Di Maria. Di Maria mit dem Ball. Di Maria, den muss er machen. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Er passt ihn auf den Flügel. Flanke soll zu Icardi. Macht er gut hier. Mbappé. Da muss er aufpassen. Ronaldo. Er spielt den Pass auf den Flügel. Sadio Mane. Roberto Firmino. Das macht er gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Thiago Silva am Ball. Jetzt Meunier. Jetzt Di Maria. Di Maria, gefährlich. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Und sie waren klar überlegen in der ersten Hälfte. Folgerichtig steht es hier 4:1. Und im Grunde ist das Thema hier durch. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Fabinho. Bernat. Neymar. Mbappé. Mauro Icardi. Ball ist bei Mbappé. Da hätte er fast den Doppelpack geschnürt. Noch ist genug Zeit, kann noch klappen. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Firmino. Roberto Firmino mit der Chance. Das war einfach. Für den Torwart. Wijnaldum. Jetzt Firmino. Jetzt vielleicht. Geht da noch was? Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Starker Zweikampf. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ball im Aus. Einwurf Paris. Und Ferrati. Mbappé. Super Pass. Neymar steht da im Abseits. Mohamed Salah. Schönes Zuspiel hier. Jordan Henderson. Da ist die Flanke. Entschlossen geklärt. Di Maria. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ballverlust PSG. Neymar jetzt. Gueye. Di Maria.
Anderson. Liverpooler Platz. Sieht gefährlich aus. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Icardi. Icardi ist das. Icardi! Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke Di Maria. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt der Angriff von PSG. Ferrati. Ferrati! Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Erneut so ein hervorragender Pass. Trent Alexander-Arnold. Liverpooler Platz. Kann er was draus machen? Jordan Henderson. Er kommt noch an den Ball. Da kommt die Ecke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Mbappé. Icardi. Mbappé. Und das ist der Ballverlust. Mohamed Salah. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Mbappé. Neymar. Zurück zu Mbappé. Alisson hält. Bald ist noch im Spiel. Wijnaldum. Roberto Firmino. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Riesenchance Mbappé. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Es sieht alles andere als gut aus, kurz vor Spielende. Wie fällt deine Analyse aus, Buschi? Enttäuschung, wo man hinschaut bei Liverpool. Ich glaube, die haben sie aufgegeben. Wer soll hier noch für die Wende sorgen? Wer soll das noch drehen? Nee, da glaubt keiner mehr dran. Fabinho. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Das könnte die Chance werden. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Bernat. Neymar, jetzt auf Außen. Jetzt Neymar. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Chance zum Konter jetzt. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Anderson. Liverpool mit dem Ballverlust. Di Maria, gefährlich. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Liverpooler Platz. Jordan Henderson. Ball ist bei Roberto Firmino. Ballverlust PSG. Jetzt ist Schluss. Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung ab. Mit dem Sieg. Die Chance. Tor Liverpool. Super dieses Zuspiel. Jetzt Neymar. Da zieht er ab. Das muss der Ausgleich sein.